Es ist wirklich eigentlich ein ziemlich ruhiges Wohngebiet in Velbert, Langenhorst, um genau zu sein. Und in der Nacht, da war allerdings mächtig was los. Ein LKW samt Anhänger und Minibagger wurden gestohlen. Das Ganze wurde nur beobachtet von den Anwohnern und die haben natürlich die Polizei alarmiert. Und danach, da ging dann eine Verfolgungsjagd los. Gegen 22 Uhr passiert es. Mehrmals rast der LKW-Fahrer durch die Wohnsiedlung. Anwohner hören die Sirenen der Polizei und kommen auf die Straße, um nachzusehen, was los ist. Sarah Kastner wäre dabei fast überfahren worden. Dann habe ich irgendwie nur noch gesehen, wie der Anhänger gegen ein Auto gekracht ist und dann auf mich zugerammt kam, geflogen irgendwie. Und ich bin dann einfach nur noch übers Auto gesprungen und habe versucht, halt mich in Sicherheit zu bringen. Die 23-Jährige erleidet einen Schock und muss von Sanitätern betreut werden. Es ist pures Glück, dass niemand ernsthaft verletzt wird, denn der LKW-Fahrer rammt mehrere Autos und kann erst nach einigen Runden durch die Wohnsiedlung Langenhorst von der Polizei gestoppt werden. Es hat dann zuerst den Bagger von dem Anhänger verloren, dann ist auch der Anhänger hier auf der Langenhorster Straße zu Bruch gegangen. Die Verfolgungsjagd endet später in einer Sackgasse und der Fahrer wird festgenommen. Es ist ein 47-jähriger Vorbestrafter aus Essen. Auch heute, wenige Stunden danach, können Anwohner kaum fassen, was sich hier vor ihrer Haustür abgespielt hat. Viele müssen sich jetzt um ihre beschädigten Autos kümmern. Wir vermuten mal eher, also wer eine Vollkaskoversicherung hat, die trägt das wohl, aber eine Teilkasko oder so wird das gar nicht tragen. Und wir haben über die Polizei erfahren, dass da wohl auch nicht viel zu holen ist. Der Gesamtschaden wird auf gut 100.000 Euro geschätzt. Wie hoch unser Schaden ausfallen wird, wissen wir noch nicht. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Polizei, um alles in Empfang zu nehmen. Man hat versucht, mit Pflastersteinen, die da gerade an der Baustelle lagen, haben die versucht, die Frontscheibe einzuschmeißen, um dem zu behindern halt. Aber leider haben sie nicht richtig getroffen, sondern haben nur das Autoblech getroffen und ist der Stein wieder abgeprallt. Jedes Mal, wenn ein Auto um die Ecke fährt, bekommt Sarah Kastner aber immer noch einen Schreck. Gestern war schon schlimm. Also der Krankenwagen war auch noch da, weil ich komplett nervös durch den Wind war, am Zittern, ängstlich natürlich, weil ich wirklich in dem Moment gedacht habe, jetzt ist vorbei, weil ich nur noch gesehen habe, wie dieser Anhänger auf mich zugeflogen kam. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Amokfahrer. Bei dem 47-Jährigen sollen Drogen gefunden worden sein. Die Bilder der letzten Nacht werden in der Siedlung wohl noch lange Gesprächsthema Nummer 1 sein.